Erstmal nur das Game hier hören. Ah, es hat sich ein bisschen was getan, Leute. Es hat sich ein bisschen was schon getan. Im Vergleich zum letzten Stream, im Vergleich zu den bisher aufgenommenen Videos zum Game, hat sich schon ein bisschen was getan. Ich glaube, das Erste, was man sofort sieht, ist, dass hier der Shop nicht nur so eine olle Box ist, sondern es ist mittlerweile halt ein Van. Trade Fish Company. We buy any fish. Wir kaufen alles. Also da hat sich schon mal ein bisschen was getan. Hier hat sich bisher noch nicht weiter getan. Ja, immer gerne. Hier haben wir immer noch die drei Gewässer, die offen sind. Und im Shop selbst gucken wir auch nochmal eben rein. Die Köder sind alle da. Die sind auch alle da. Posenrouten. Spinningrouten. Ich kaufe mir als nächstes hier diese fette. Ich mache jetzt 400 Tacken. Dann hole ich mir die fette Spinningrute. Und dann wird Hecht geangelt. Oh mein Gott, Alter, voll auf Hecht. The Fisher Online. Ja, wie gesagt, soll zum Jahresende rauskommen. Richtig, richtig geil gemacht. Bisher schon optisch sahnemäßig. Und was mir halt super geil gefällt, ist, dass das halt alles komplett harmonisch irgendwie in die Landschaft eingebettet ist. Das ist nicht irgendwie ein Fleckchen Gewässer, was man so fünf irgendwo hingestellt hat, sondern du guckst dich halt hier um und du fühlst dich halt, wie gesagt, hier wie halt irgendwo in der Landschaft mittendrin. Ich meine, kein Mensch, ich bin noch nie dahin gerannt. Aber normalerweise rennt man ja auch nicht hier irgendwo hin, wo nicht... Ah, hier ist irgendwann Ende. Hier rennt man ja normalerweise auch nicht hin. Aber dann läufst du halt hier durch. Und zack, bist du quasi hier wieder am Zufluss. Nee, das ist der Abfluss vom See. Da geht's wieder raus. Und dann gehst du hier durch das Dickicht und alles. Das ist schon einfach sehr, sehr geil. Das ist einfach schon sehr, sehr geil. Und was eben auch wichtig ist, man hat Bewegung hier im Wasser, ne? Du hast Bewegung im Wasser. Das lebt alles. Irgendwelche kleinen Ringe, die da, irgendwelche Fliegen oder so, die da drauf rumtanzen oder Blasen, die hochsteigen. Blubberblasen, Alter. Mach mal Map auf, wenn es eine gibt. Ja, gibt es. Wobei die Map ist immer noch übernommen von Atomfishing. Man sieht hier irgendwie, ne, das Atomzeichen, das ist ja der Macher von Atomfishing. Und es ist tatsächlich, es sind viele Komponenten einfach davon. Ich finde auch viele Sounds hören sich total nach Atomfishing und Nastrovia an. Also das ist wirklich, es ist halt alles noch übernommen. Hauptsache man hat erstmal die ganzen Komponenten drin. Das Game wird halt gebaut gerade irgendwie. Man merkt eben, dass halt viele Sachen einfach erstmal übernommen worden sind. Hier sieht man so Spots. Ich weiß nicht, ob man da später direkt hinreisen kann. Das wäre natürlich nicht so verkehrt. Ansonsten kann man hier zur Base, wenn ich jetzt hier draufklicken würde, zack, wäre ich direkt wieder an der Base. Wollen wir jetzt aber gerade nicht. Genau, wir wollen mal eben hier ein bisschen Spinnen fischen. Sachen gibt. Genau, ich gehe mal von der Bremse ein bisschen runter. Und da ist er schon. Oh, ho, ho, ho. Oh. Alter, neuer Sound. Neuer Sound von der Bremse. Alter, laut, ne? Laut, 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 Leute. Laut, laut, laut. Ist echt. Alter, was ist das denn, ey? Ui, eine fette Forelle. Alter. 3,2, Alter, das war nicht schlecht. Das ging aber ratzfatz jetzt gerade. Zack. Alter. Ich drück automatisch R. Tango, Alten, moin. Nee, Tango, ich habe ja noch keine Route für den großen Köder. Ich muss erstmal ein bisschen sparen.
Ich finde, der Sound ist schon okay. Deutlich besser als die letzten Sounds. Ja. Schöne Variation im Sound. Und das ist tatsächlich, also man sieht eben in diesem Panel Kraft auf der Route, Kraft auf der Schnur und Kraft auf der Rolle wird das unten sein. Ist nicht verkehrt, ne? Wenn man das jetzt, wenn man voll auf die Route geht. Ja, die Bremse hört sich gut an. Fand ich auch. Das war bei den letzten Sounds war das grausam. Das ist so ein Schleifen, aber es ist vielleicht eher ein Schleifen von einer Kordel, ne? So ein Schleifen von einer Kordel durch Stoff durch oder sowas. Als ob man was durchzieht irgendwie. Könnte vielleicht ein bisschen dezenter sein, ein bisschen feiner sein. Alter, komm, 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 komm. Ich dachte schon, er schlitzt aus hier. Ich mach mal Licht aus. Alter, da ist aber was Dickes dran, ey. Alter. Das war vorher übrigens auch nicht möglich, im Drill ran zu zoomen. Das ist jetzt auch schon wieder mit reingebracht worden. Auch ganz praktisch. Gerade weil die ja... Man will ja schon mal gucken, was da ist. Die springen ja auch schon mal raus, die Fische. Ist schon gut. Alter Leute, das ist aber mal, ich glaube, einer meiner dicksten Brocken bisher hier an der Route. Nein! 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 Wieso? Ausgeschlitzt! Ja, Mann! Schnur war zu Ende? Nein! Die war doch nicht zu Ende! War die zu Ende? Mach keinen Scheiß! Die Schnur war leer? Echt? Fuck, Alter! Klar! Doch, Schnur war leer! Ach, hab ich gar nicht darauf geachtet. Der hat mich leer gezogen! Aber es ist nichts kaputt gegangen. Glück gehabt. Und mit dem Spinner auch nochmal raus. Maximale Geschwindigkeit. Richtig schön durchziehen hier. Und da ist einer dran. Jawohl. Zack, komm, Bremse hoch. Oh yeah. Den wollen wir jetzt aber rauskämpfen hier. Hart am Limit. Oh, bis die Route bricht. Komm schon. Alter. Jetzt wird hier nicht rumgedödelt und nicht gewartet. Jetzt wird gezogen hier. Alter. Und das ist das, was ich die Tage auch schon mal sagte. Sobald man das Gefühl hat, man hat hier einen richtigen Fight. Alter, als ob die Schnur gleich Pitch macht, oder? Und? Pitch. Es hört sich so an,
Als ob die Schnur gerade gleich. Und. Dann. Dann. Alter, dann macht das schon Bock. Alter, ich will ihn rausziehen. Ich will jetzt hin nicht schon wieder, dass der mich leer zieht. 31 Meter. 35 Meter. Der haut wieder ab. Geht dir die Schnur aus? Ja, Mann, ist so. Gleich schon wieder. 40 Meter. Komm ran hier, allen. Komm, 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 komm. 34, 35, 36, 37. Der haut wieder ab. Jetzt hier. Komm, 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 komm. 37, 38, 40 Meter. Oh mein Gott. Nein, komm, 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 komm. Der ist doch gar nicht so weit, Alter. 45 Meter, 46 Meter, komm doch zurück! Ist so zwendrig. 59 Meter, nein! Nein! 59! Warum? Beluga Rotauge. Ja, Mann. Leute, ey. Ja, ja, ja. Oh, 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 Pose, Pose, Pose. Was will man denn dann mehr? Dann kommen halt, dann kommen mal so Kleinigkeiten. Vor allem muss man mal überlegen, wie weit voraus sind denn andere Games? Wie viel Vorsprung haben denn diese anderen Games alle? Wie viel Monate oder Jahre Vorsprung? In der Entwicklung? In der Kommunikation mit der Community? Für eine Beta mega, ist so, ja. Ist so. Leute, jetzt will ich den Fisch mal endlich draußen haben hier. Da. Da. Alter, das ist eine Forelle oder sowas bestimmt. Dicke Forelle oder Lachs oder was auch immer. Leute. Ach, das Spiel. Fallout, Anthem, ja. Ach, guck mal, Selected Loop, sowas wie Sounds, ne? Sowas wie Sounds, das machst du in keine Ahnung, 2 Minuten. Klack, klack, andere Datei reinladen, fertig. Das sind ja alles so, das sind ja Kleinigkeiten. Ich glaube, sowas wie Physik und sowas, das ist schwieriger. Grashecht, meinst du? Black Home? Da, Tatsache, der ist groß. Du musst mehr pumpen. Ich merk schon. Meter. Der kommt schon mal näher ran. Er kommt schon mal näher. Nein, Mann! Nein, hau ab hier! Lass mich!
Alter. Hier kommst du richtig ins Schwitzen, ey. Mir ist gerade voll warm. Wo ist der Ventilator? Nein, ich bin nicht da. Nein. Alter, Leute, das ist aber ein krasser Fight, ey. Da ist UL Angeln am Belaya ja Pillepup, ey. Der macht gar keine Anstalten. Anrufbeantworter, geht gleich an. Haut ab da! Ich hab hier zu tun, Mann! Alter, hast du Lack gesoffen? Lass mich doch in Ruhe! Blödes Rotauge bestimmt. Oh. Ja! Oh mein Gott! Alter! Kämpfen! Mach doch meine Wecker aus, ja echt, ne? Punk, auf jeden Fall, voll der fiese Wecker. Ist so. So ein fieser Digitalwecker. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, ich stehe ja gleich auf. Nein. Oh, jetzt haut er schon ab auf 20 Meter, ey. Ich hätte gerade schon auf 15, 16 dran. Aufstehen. 27. Drück doch mal Snooze. Ja. Ich schub's das Ding in Wasser. So mit dem linken Fuß. Ich glaube, so geht es. So geht es. Alter, ich übertreib's jetzt hier einfach. Ich muss hier weg, Alter. Macht mich kirre. Leute, ey, mir ist so warm. Gibt's nicht. Ist der schon schwächer? Kann ich die Bremse hochziehen? Ja, ne? Tritt das Ding gleich rein ins Wasser. Ohren zu, Leute. Ohren zu. It piept hart. Uh!
Menschen, Alter. Oh mein Gott, oh mein Gott. Alter, ist mir warm, ey. Leute, wenn das jetzt immer so ist, ich habe schon ein ganz verkrampftes Handgelenk. Zehn Meter, zwölf Meter. Komm, 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 komm. Unter 10 Meter. Komm ran hier, Alter. Ohne Scheiß, Leute, ey. Sehnscheidenentzündung, Inc. Ach, Meter. Komm ran, du Bastard, Alter. 7 Meter. Da brauchst du keinen Sport mehr, ey. Sitz am Rechner und schwitzt dich hier tot, ey. 4, Alter, komm, komm. Oh, er zappelt. Oh mein Gott. Da ist er. Komm, komm, komm. Kescher, Kescher, Kescher. Alter, ist das hier ein... Komm ran, Alter. Oh mein Gott. Ist mir warm, ey. Ohohoho. Ah. Alter, was ein Fight, ey. 5, fast 6 Kilo Hecht. Alter, was ein Fight. Monster Kill. Was ein Fight, ey. Ja, Mann. Der nächste. Nö. Der nächste. Nö. Please. Nö. Oh mein Gott. Runde 2. Oh mein Gott. Aua. Ich muss das irgendwie auf eine andere Taste auch legen können, Alter, das geht nicht. Ich gehe kaputt. Hoffentlich ist die andere Route noch nicht im Wasser. Doch ist sie. Oh mein Gott. Benutzt die andere Hand, ist echt so. Aber ich muss hier, ich muss Shift drücken für schnelles Einkurbeln. Ich muss links drücken. Und ich muss rechts mit dem Mittelfinger die ganze Zeit pumpen. Oh, ich nehme Ringfinger zum Pumpen. Ah, Ende der Runde, er wird total zerprügelt hier, ey. Jetzt schön den Kescher voll machen. Oh, Leute, ey. Nicht, dass ich was dagegen hätte. ...99 Handwechsel? What? Was ist das? Alter, 30 Meter, der haut ab. Ich pump den einfach noch schneller ran hier. Der haut ab, der haut ab. Wenn du den einfach ziehst ohne Pumpen, haut der Fisch ab. Krass. Der haut trotzdem ab. Du kannst mich doch mal, Alter. Gleich macht's Pitch. Ha, jetzt bin ich hart am Limit, Alter. Jetzt ist Schnurlimit überreizt. Der haut trotzdem ab 40 Meter. Neuer Sa- Wow! Der Sa- Der Sa- Der Sound, Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Sound. Mega. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ist mir warm, ey. Oh. Alter. Ah.